Hallo ihr Lieben, ja da bin ich wieder, diese Sanne von Bullenhutart und ihr seht hier schon, wenn ihr das letzte Video von mir geguckt habt, wisst das sowieso. Ich war da fleißig, ich habe da die schöne Papierle von Barbara ausgeschnitten, um ein Journal zu machen. Und ich habe hier, ja ich hatte so ein bisschen einen Plan, ich wollte ein kleines Journal machen, darum sind die Seiten auch nicht in Originalgröße ausgedruckt, sondern in 75%, weil der Plan war, dass ich das in so ein altes Buch reinmache. Das ist, da habe ich eine, also ich habe da mehrere davon. Das war so eine ganze Serie, sage ich jetzt mal. Und die habe ich bekommen. Die sind von 1925. Und also die haben schon einiges hinter sich. Also die sind echt grungy, würde ich mal sagen. Das ist, na, der Buchrücke ist auch schon ziemlich mitgenommen, aber mich stört das jetzt gar nicht. Also das passt sogar, finde ich, sogar ein bisschen zum Papier, weil das ist ja hier blau, aber das ist schon arg ausgeblichen. Von so her bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob ich das nehme, weil ich habe nämlich vor, aus dem Papier, also wenn man sich das Papier anguckt und vor allem, wenn man sich diese Sache anguckt, also ich habe da direkt dran gedacht, ich möchte ein kleines Journal machen, wirklich ein kleines, wo ich meine Lieblingskuchenrezepte reinschreibe. So, als Geschenk. Vielleicht mache ich sogar zwei. Dann wird eins verschenkt und eins werde ich selber behalten. Weil ich habe festgestellt, also ich habe so ein kleines, altes, handgeschriebenes, ja, so ein Notizbuch, Kochbuch, sage ich mal. Das habe ich schon seit ich 16 bin. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht? Das fliegt auseinander. Das ist so ein, wie so ein Ringbuch, außer mit so Plastik dran. Ich habe einen Kuchen gebacken vor kurzem. Also das Ding ist mir fast um die Ohren geflogen, weil das so alt war. Und jetzt dachte ich, jetzt wird es Zeit. Am besten machen wir selber auch eins. Ja. Und also, wenn ich so länger drüber nachdenke, glaube ich, mache ich einfach zwei, weil ich habe hier so viele, so schöne Papierchen da. Da kann man locker zwei Journals mit Füller. Und ich will die nicht riesig groß machen, sondern wirklich nur gezielt. Ich sag mal, also ich weiß nicht, ich bin nicht der große Kuchenbäcker, aber wenn es jetzt um Lieblingskuchen geht, habe ich vielleicht insgesamt höchstens 10 oder so. Allerhöchstens, wenn überhaupt. Das muss ich schon mal richtig drüber nachdenken. Aber das sind so ein paar Kuchenrezepte von meiner Oma und von meiner Mama. Und ja, und die kommen dann da rein. Und mehr nicht. Also ich habe genug Kochbücher, aber das sind, ist dann so spezielle. Wissen wir, was ich meine. Und ich finde, dieses Papier ist einfach mega genial da dafür. Und dann ist es halt so, wenn man in der Küche ist, dann, ich meine, also wenn ich in der Küche bin, ist, ich sag's euch, wie es auf meinem Schreibtisch ist, da ist es erstmal chaotisch, gell? Also ich bin da eine wilde Köchin. Hinter wird dann sauber gemacht, aber währenddessen nicht. Also währenddessen ist bei mir Katastrophe. So bin ich halt. Ich bin ein kreativer Typ und ich glaube, kreative Menschen sind gern so ein bisschen chaotisch, wenn ich es mal so sagen darf. Ne? Also ich bin es definitiv. Darum habe ich überlegt, ich werde die Kuchenrezepte dann, also wenn das jetzt dann so die Größe wird, werde ich da halt viele Taschen einbauen und die Rezepte dann da einstecke. Dass wenn ich koche, blätter ich das durch, nehme mir das Rezept raus, lege das Buch auf die Seite und tue das Rezept mir irgendwo hinstelle oder so, dass ich das lesen kann. Und dann kommt es dann wieder in das Buch rein. Also das wird ein Lieblingskuchen-Journal werden. Ja. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Und da habe ich jetzt diese Hintergrundseite, die Barbara da gemacht hat. Die sind recht farbig, sehr nahe. Die sind also richtig farbefroh. Ich finde auch nicht, dass man da viel drauf schreiben kann, weil das geht so ein bisschen unter. Aber sie sind einfach schön. Und die habe ich mit Hintergrund, nee, nicht immer anscheinend, wie es aussieht. Ich dachte, ich hätte da überall einen Hintergrund drauf gedruckt, doch manchmal habe ich es gemacht. Aber das war halt jetzt wieder der Vorführeffekt, gell? Da habe ich auch so schöne Hintergründe drauf. Und so habe ich die ausgedruckt und ja, die werde ich jetzt verteilen, weil ich glaube, ich mache wirklich gleich zwei Journals. Warum denn nicht? So, dann kommen wir drei Stück. In das eine Büchle und vier in das andere. Das machen wir jetzt einfach mal so. Das sind die vier, wo in das eine kommen und das machen wir
auf die Seite. Ja, und kombiniere. Tut man das halt mit kaffee gefärbtem Papier oder mit alte Buchseite, was ihr da auch immer habt. Also ich habe kaffee gefärbte Papiere. Also wie viele Seite habe ich da gerade? 4. Also. Ja, machen wir mal die 4 da dazu. Jetzt konzentrieren wir uns erst aufs erste Buch. Ich sammle mir jetzt ein paar Papiere zusammen und dann fangen wir direkt an. Das ist halt so ein Körbchen, da habe ich alles Mögliche an Ausdrucke drin, an Papiere drin, die ich bis jetzt noch nicht ins Journal geschafft habe, aber die ich einfach, wo ich sage, das ist mir zu schade, um wegzuschmeißen. Und das sammle ich. Und jetzt kommt es zum Einsatz. Suche ich mir einfach irgendwas raus, die dann da eingebaut werden kann. Mit alte Buchseite habe ich da. Die müssen wir uns halt so ein bisschen von der Größe her halt irgendwie zurechtschneiden. Also Fische wollte ich jetzt nicht gerade in dem Buch drin haben, das ist ein Kinderbuch. Ich muss halt aufpassen, die sind zum Teil halt ein bisschen dünn. Das geht jetzt wieder, das ist ein schönes dickes. Das ist toll. Das ist aus einem Kuchokochbuch gewesen. Das ist schön, das gefällt mir. Ja. So. Okay. Ich denke, das ist bei mir immer so. Ich habe dann immer zu viel Papier. Und dann wird es immer so ein Krokodil. Und eigentlich mag ich das gar nicht, aber es passiert. Irgendwie passiert es immer von allein. Aber diesmal wollen wir uns ein bisschen schön zurückhalten und tun uns ein bisschen, ja, etwas zurückhaltender das Ding gestalten. Aber jetzt, bevor ich jetzt mit dem Papier rummache, sollte ich ja erstmal überlegen, mache ich es jetzt wirklich in diesem Buch hier? Doch, ich würde sagen, das erste Mal in dem Buch und das zweite. Was ich dann mache, mache ich dann vielleicht so ein einsignatüriges oder so mit nur einer Signatur. Das geht auch. Also, wenn wir so ein Buch haben, das haben wir schon öfters gemacht, müssen wir das Buch auseinandernehmen. Ihr wisst Bescheid, das ist immer dasselbe. Ihr nehmt ein Buch, welches da oben so eine Lücke hat. Und da könnt ihr das so ein bisschen da auseinandernehmen. Und hier müssen wir runterschneiden. Genau hier. Dann nehmen wir noch so ein Messer, so ein Skalpell. Also ihr habt vielleicht ein normales oder so ein Männermesser. Das gibt es auch. Also wisst ihr, was ich meine? So eins, wo so rausratscht. Hab meins jetzt gerade gar nicht da. Normal habe ich sowas. Aber ich habe jetzt hier mein kleines Schätzele. Und das geht ganz gut. Schneiden wir da runter. Da ist es natürlich jetzt einfacher, sondern ihr könnt es so komplett auf eine Seite machen. Jetzt müssen wir da dazwischen halt auch runterschneiden. Schneidet euch nicht in eure Finger. Schon passiert. Das Papier könnt ihr aufheben. Mit dem Papier könnt ihr auch noch Sachen machen. Kann man Tasche machen, alles Mögliche. Gibt es auch Videos auf meinem Kanal, was man mit den Büchern machen kann. So, da innen, das ist natürlich alt und das machen wir ein bisschen raus. So gut wie es halt geht. Weil da wird später euer neuer Buchblock eingebunden werden. So. Ihr müsst schon gucken, dass das noch beieinander ist. Nicht, dass ihr da reingeschnitten habt. Es geht. Da unten ist es ein bisschen dünn. Seht ihr? Das ist ein bisschen, ja. Ich weiß es nicht, habe ich jetzt da reingeschnitten oder war das schon so? Da machen wir es jetzt etwas sauberer. Mein neues Scherle da.
das, was so scharf ist. Also ich muss sagen, das ist wirklich scharf. Das ist der Wahnsinn. So, das machen wir sauber. Diesen Rand hier auch. Das, was da so übersteht, das probieren wir wegzumachen. Ohne, dass man in den Buchrücke da reinschneiden. Da passen wir einfach ein bisschen auf. Die Schere hat übrigens da so einen Verschluss. Macht man hoch, jetzt ist die zu, kann man sich oben nicht verletzen. Das ist ganz geschickt. So, jetzt muss man überlegen, was machen wir jetzt da damit. Ne? So rum, das ist oben. Also ich persönlich habe kein Problem mit, dass das schon so echt alt aussieht. Also ich finde, man kann das ein bisschen distressen. Das Blau passt eigentlich zu dem Papier von Barbara. Und man kann ja da vorne eine Collage machen. So habe ich mir das überlegt. Also wirklich, dass ich so alt lasse, dass ich das sogar noch ein bisschen Ärger hervorhebe, dieser alte Zustand. Ich meine, es ist, wie alt war es? War es 100 Jahre alt? Ich glaube schon, gell, oder? Oder fast. 1925, okay. Es ist bald 100 Jahre alt. Also da darf man schon ein bisschen mitgenommen aussehen. Das macht nichts. Und ich glaube, das würde ich so machen. Ich mache da gar nicht arg rum. Ich hole das jetzt noch ein bisschen mit Distress Ink und so raus. Mache vielleicht ein paar Spritzer drauf. Und dann machen wir da vorne eine hübsche Collage hin. Gerade mit dem, also das hat es mir total angetan. Das ist, ich bin total verliebt. Ich liebe auch diese Sammeltasse. Ich weiß nicht, ob ihr auch welche habt daheim. Ich habe welche tatsächlich von meiner Oma und von meiner Mama. Nee, eher von meiner Mutter habe ich die. Ich habe ihre Sammeltasse. Das hat man früher, glaube ich, bekommen zur, ich glaube, zur Kommunion und so. Und ja, und die sind bei mir. Und wenn ich sie mal nimmer will, hat mein Töchterle schon gesagt, Mama, die will dann ich. Also die sind gesichert. Und ich habe tatsächlich schon, ab und zu mache ich das. Oder habe ich das schon gemacht, Kaffee. Und dann ist der ganze Tisch gedeckt mit den Sammeltassen. Jeder hat dann eine andere Tasse. Klar muss man die dann von Hand spülen, aber das macht nichts. Ist trotzdem sehr, sehr schön. So, und da fange ich jetzt mal direkt an, damit ich mir das selber besser vorstellen kann. Ich distress das jetzt noch ärger. Also ich altere den Zustand jetzt noch stärker. Auch gerade hier rum, da wo das so ein bisschen arg abgeschossen ist. Buchrücke mache ich auch. Okay. Dann will ich mal da meine ausgeschnittene Sache ein bisschen auf Zeit schaffen. Also da spritzeln wir jetzt irgendwie ein bisschen drauf rum. Das muss sein. Schwarze Acrylfarbe. Okay, die rühre ich mir mal ein bisschen an. Oh. Jesus Gott, die ist so alt. Ich krieg die kaum auf. Doch. Nicht viel. Nur ein bisschen. Ich habe hier auch übrigens gerade Kaffee hier oben. So was könnt ihr auch gut mit Kaffee euch anrühren. Müsst ihr nicht mit Wasser machen, wenn ihr gerade Kaffee eh übrig habt. Ich tue da ab und zu mal mir einfach ein paar Buchseiten einfärben mit dem Kaffee. Also wenn ich den schon da habe und ich brauche gerade irgendwas oder hier zum Beispiel so, das war schneeweiß, dann tunke ich das in den Kaffee rein, lasse liegen und dann trocken mir das und ja, freue ich mich immer. So, das ist jetzt nur Schwarz und Wasser. Und dann machen wir jetzt ein paar Spritzer drauf. Gerade so ein bisschen in die Ecke. Okay. Und jetzt tue ich da noch ein bisschen goldene Effektpaste dazu. Gepupst, sag mal.
macht man doch nicht. Jetzt. Ach, ich freue mich gerade, dass ich im Bastelzimmer bin. Ich habe heute die Woche echt eine anstrengende Woche gerade. Ich habe eine Schulung, die ist nicht so einfach für mich. Also ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto schwieriger wird es. Desto schwieriger wird wirklich, neue Programme zu lernen. Oder so, aber ja. Wie sage ich immer, man lernt nie aus und so ist es auch. Sondern das habe ich jetzt gemischt mit Schwarz, mit dem Schwarz, was drin war und dem Gold. Jetzt kommt das noch ein bisschen dazu und ich glaube, das passt super gut zusammen. Oh ja, das ist schön. Das gefällt mir. Also ein bisschen da über diesen Buchrücken laufen. Da kann man so ein bisschen seine Aggressionen loswerden, falls man welche hat. Ich war heute echt gestresst. Mit einer Baustelle ums Haus rum. Und es war heute alles so Katastrophe. Das lassen wir jetzt trocknen. Ich glaube, viel mehr mache ich an dem nicht. Das lege ich jetzt auf Zeit, dass dem nichts passiert. Das soll genauso trocknen. Und da kommen dann später, machen wir da eine Collage drauf. Und dann hat sich das. Aber was machen wir auf die Innenseite? Da ein bisschen gekleckert. Und da habe ich jetzt noch so schöne Farbe übrig. Und ihr wisst ja, wenn ich so Farbe übrig habe, möchte ich die doch meistens benutzen. Ne? Ach, das ist einfach ein schöner Block. Der ist, glaube ich, vom Action. Und irgendwie mag ich den. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwas Neutrales, wo so ein bisschen zu dem Papier passt. Ne? Ich meine, das ist jetzt, man sieht ja hier schon die ganze Sache, die drin sind. Ist ein bisschen schwierig, weil das ist halt so, man könnte schon sagen, komplementär. Hier, das da finde ich jetzt nicht schlecht, weil die Farbe haben wir da drin. Jetzt gucken wir gerade mal. Genau, das da. Ich glaube fast, das nehmen wir mal direkt. Das ist direkt passend. Das ist genau die Farbe. Und wenn man dann auf der linken Seite sowas hat, dann könnte man das auf die Innenseite machen. Und da gibt es noch ein glänzend, aber glänzend ist mir jetzt ein bisschen zu wild. Wir blättern es einmal kurz durch. Ich halte es mal daneben. Auch nicht schlecht, weil das hat so ein bisschen das gleiche Muster wie hier. Aber ist nicht schlecht, oder? Wenn wir das jetzt mal so... Ein bisschen neutral. Gefällt mir auch gut. Müssen wir da mal den Finger drinnen lassen. Okay, ich glaube, ich habe mich umentschieden. Ich nehme das. Dem verpasse ich jetzt auch noch ein paar von den Spritzer. Dann haben wir so ein bisschen mit dem Außencover und dem Innencover so ein bisschen was gemeinsam. Und dann, das fällt gar nicht ganz auf. Aber ich will jetzt auch nicht diese schöne Farbe da verschwenden. Auch das lasse ich jetzt mal trocknen. Und das mache ich vielleicht auch noch auf den paar Seiten da. Träume fast nicht. Oh Gott. Ja, noch so ein bisschen, Barbara. Muss jetzt tapfer sein. Das ist einfach, wenn so ein bisschen glitzert, das macht es einfach nochmal aus. So, das da kriegt auch noch. Oh. Und dann werde ich gleich mal... Ach, das ist schon echt brutal. Ja, mit dem müssen wir was anderes machen. Also das ist ja so verknittert. Mit dem mache ich nachher wahrscheinlich ein Bellyband oder so. Da gehen wir mal unter die Nähmaschine und machen aus dem was. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist, dass das so aussieht. Können wir so eine Snippet Roll draus machen. Mal vorschlagen. Das schneide ich jetzt in so Stücke und dann nähe ich das an der Nähmaschine zusammen. Genau. Das kann man kombinieren mit irgendwelche Schnipsel, was man halt so hat. Dann können wir das nachher für unser Junk Journal benutzen.
fertig damit. Gehe ich jetzt mal an die Nähmaschine. Und irgendwie bringe ich das jetzt wieder zusammen. Und gleich wieder da. Also bevor ich jetzt rübergehe an die Nähmaschine, zeige ich euch mal, was ich da überhaupt vorhabe. Also wenn ihr so Papier schneidet, dann henna ja vielleicht solche Streifepapier übrig. Und ich drucke mein Papier, also gerade so Designpapier, gerne auf Minimum 160 Gramm Papier aus. Also das ist echt stabil und dicker. Und da bleiben auch solche Streifen übrig. Und die sind die Grundlage, um so eine Snippet Roll zu machen. Eine Snippet Roll ist eine Schnipselrolle. Und aus dem Papier, was ich da gerade gehabt habe, habe ich jetzt so Schnipsel geschnitten. Und das ist das Bunte. Und dann legt man das an der Nähmaschine gerade halt so übereinander. Da kann man auch mal jetzt so ein Stück Stoff dann irgendwo dazulegen. Und dann näht man das zusammen. Das ist alles. Ich nähe auch gerne mal so einen Faden noch mit rein. Und dann sind eure, oder auch so mal, ich habe da an der Nähmaschine so ein Körbchen stehen, wo ich alle möglichen so kleine Stückle noch drin habe. Das kann man alles dann mit auf diese Schnipselrolle drauf nähen. Genau, und da gucke ich gerade mal, was ich da so rumfahre habe. Was halt einigermaßen, so von der Farbe her, würde ich das jetzt so einigermaßen passend machen zu dieser Farbe, was ich da auf diese Papierle da drauf nähe. So was Grünes geht auch, weil Grün haben wir zum Beispiel da in der Tasse drin. Und ich habe an der Nähmaschine eine Schere, das schneide ich mir dann da zurecht. Und dann kann das da drauf. Ich muss gerade überlegen. Wenn da oben ist so ein bisschen rosa drin, wobei das ist ja ein bisschen schwierig. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen. Das da immer selber gefärbt, das da geht. Das habe ich auch mal selber gefärbt. Gibt es ein Video, wie ihr das hat so ganz andere Farbe gehabt. Ihr könnt jede Spitze euch selber färben. Da gibt es ein Video von mir. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das. Das war zum Beispiel genau die gleiche Spitze. Ne? Ich glaube, rosa-rot war die oder so. Ich weiß gar nicht mehr, original, wie die ausgesehen hat. Die habe ich einfach gefärbt. Das können wir noch machen. Und genau, dann habt ihr da Spitze, wie es euch gefällt. Das ist so eine bräunliche, vielleicht geht die auch noch. So, ich gehe jetzt an die Nähmaschine, wurschtel das zusammen und zeige euch gleich, wie es dann aussieht. Ne? Also, das sind die Streifen. Ihr legt so einen Streifen drunter und dann legen euch die Papiere einfach oben drauf. Ich habe hier ein Stück Jeansstoff, ich habe hier so ein Papier. Das legen wir auf euer Trägerpapierle drauf. Ich habe einen Zickzack eingestellt und Achtung, ich nähe. So. Und jetzt fange ich wieder an hier. So Sachen drauf zu legen. Nochmal so ein Stück Spitze zum Beispiel. Oder mal so ein Fadegewurstel. Moment, sind wir aus der Bahn. Mit so einem Fadegewurstel müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das euch unters Füßle läuft. Achtung. Genau, dass es da unten drunter bleibt und sich wirklich, dass es festnähen kann. Ein Stück Papier noch. Machen wir wieder drunter, sodass man das Trägermaterial sieht man nicht sehen. Jetzt lupfe ich mal kurz den Fuß. Fummel das wieder da drunter. Das hätte ich eigentlich ein bisschen früher machen sollen. Und das Füßle wieder runter. So, aber jetzt haben wir das. Und dann wieder so eins oben drauf. Und ich gebe Gas. Und wenn euch hier jetzt euer Papier zu Ende geht, dann nehmen wir euch euren nächsten Papierstreifen, schiebt den direkt mit runter, die können sich ja dann miteinander, wird es dann miteinander vernäht. Also es macht dann nichts. Moment, nehmen wir irgendein buntes Papierchen, wenn wir noch eins haben. Und die Papierle, die tun wir euch halt in so viereckige Stückle reißen. Gell? Nicht so lange Streifen lassen, wie ich das am Anfang gehabt habe, so viereckige Stückle und die kann man dann so oder so, wie ihr es wollt, einfach da drauf legen und dann mit den verschiedenen Sachen, die ihr euch zurechtgelegt habt, vernäht ihr das dann. Achtung, ich nähe wieder.
Und jetzt lupfe ich Süßle, drehe das Ganze und ich nähe alles nochmal zurück. Dahinter ist jetzt diese ganze Snippetroll gelandet. Also das ist jetzt ein kleines Stück. Man kann es ewig lang machen. Ich mache es jetzt nicht so lang. Ich mache lieber mehrere. So, und jetzt fahre ich wieder zurück. Seht ihr, da ist die Naht und ich mache jetzt einfach nochmal eine. Aufpassen, da, aufpassen, Füßle hoch. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn man eine Behersende in der Hand hat. Das war's. Wir gucken es uns gleich am Schreibtisch an. So, ihr Süßen, das ist eine Snippet Roll. Eine ganz einfache. Genau. So sieht es jetzt aus. Und das kann man später zum Beispiel, das kann man sich zurechtschneiden und als Bellyband dann auf seine Seite kleben. Und da dahinter können zum Beispiel ein Rezept rein. Also das ist jetzt wirklich eine ganz einfache. Man kann die mit kleinen Bildern oder so, man kann zum Beispiel da so ein Fassikat-Bild irgendwo drauf machen. Das kann man machen. Ich könnte jetzt ein Stück davon später vorne auf meiner Collage mit draufkleber. Das überlege ich noch, was ich da vorne drauf mache, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Teil davon. So, das ist ein Teil, welches mir dann im Junk Journal später benutze werde. Ich lege es mal auf die Seite. Jetzt gucken wir mal, was unsere Seite macht. Das ist jetzt mittlerweile getrocknet und das ist jetzt gar nicht so arg auffällig. Ein bisschen, je nachdem glänzt es. Man sieht, es ist was passiert und ja, macht ein bisschen wieder eure Seite so zu eurem eigenen Stil. Und ich mag ja, wenn das so ein bisschen aussieht, wie wenn es nicht so ganz alles neu ist und so. Oder wenn so ein bisschen eben was funkelt oder was glitzert. Also ich mag das einfach. So, und jetzt werde ich mal diese Papiere noch, das muss ich noch zurechtschneiden. Da muss ich noch gucken, da ist trocken. Da drüber, oh, da ist jetzt was passiert. Ja, ne? Meine Luft gepasst, das war übereinander. Das ist getrocknet. Da ist noch ein großer goldener nasser Fleck. Das darf noch trocknen. Aber das da zum Beispiel, das könnte man schneiden oder uns schon mal zurechtreißen, weil der weiße Rand, das mag ich jetzt nicht. Außerdem ist es eh zu groß für das Büchle. Weil das müssen wir jetzt machen. Wir müssen jetzt die Seite uns quasi in der Größe, also das war ja das Buch und das ist natürlich größer wie das, dürft ihr nicht wäre mit eurer Seite. Ich habe es kleiner gemacht, wirklich kleiner gemacht, weil je nachdem, wenn ich da halt jetzt irgendwas hinnähe oder so, was noch hinter ein bisschen drüber rausguckt, dann möchte ich nicht, dass es aus dem Buch rausguckt. Ich möchte, dass es schon im Buch drin bleibt, darum habe ich das so klein ausgedruckt. So groß, das ist das Maximum. Aber ihr müsst noch bedenken, wenn ihr so eine Signatur macht und ihr legt da, ich sag mal, 10 Seiten übereinander und das Papier ist dicker, dann baut es aufeinander auf. Also wenn ihr dann so breites gemacht habt und ihr habt da aber 10 Seiten drin liegen, die brauchen hier Platz, dann kommen die auf der Seite raus. Und das ist dann der Zustand, wenn es dann immer auf einmal die Seite nicht mehr ins Buch passt. Da muss man lieber ein bisschen kleiner als wie die Originalseite. Dann kommt es hin. Also ich reiße mir jetzt da gerade mal eine so eine Originalseite raus, dass ich da, da sehe noch, da ist genäht. Das kann man auch später direkt im Junk Journal noch mit einbauen. Aber da habe ich jetzt wieder, weiß ich jetzt genau, wie groß meine Seite allerhöchstens sein darf. Und wenn ich jetzt hier gucke an dem Papier, dann habe ich es einfach nur ein bisschen zu groß. Also ich mache jetzt mal erstmal die weißen Ränder weg, weil das gefällt mir nicht. So, abgeschnitten. Jetzt gucken wir nochmal. Seht ihr, von der Breite her passt es noch nicht ganz. Das kann man aber dann seitlich einschlagen. Von der Höhe her passt es aber auch nicht. Und das kann man einfach dann umknicken. Und dann kann man da direkt so eine ganz kleine flache Tasche dann machen. Da kann man dann da was reinstecken. Also das ist eine Möglichkeit. Und da außer würde ich jetzt einfach sagen, ich mache es noch mal ein bisschen schmaler, dass es definitiv reinpasst. Und mehr machen wir dann da damit nehmen.
Und da stand schon eine Seite, das knicken wir noch. Mich stört es jetzt auch nicht, dass die komplett weiß ist, weil vielleicht schreibe ich da ein Rezept auf. Gell? Oder ich mache die Tasche, das mache ich eigentlich noch besser, auf die Seite. Dann ist es nicht ganz weiß. Ne? Dann haben wir da so ein bisschen Muster drauf. Und gleichzeitig noch die Möglichkeit, dass wir dann hier was einstecken. Hier kann ich zunähen. Und dann habe ich da kleine Tasche geschaffen. Und so. Ja. Also das wäre jetzt meine Seite. Jetzt gucken wir die an. Oder wir knicken das ein, dass man das benutze als Rezept zum Aufschreiben. Und dann machen wir einfach so. Und dann kann man das einfach aufklappen und dann steht das Rezept eventuell. Oder man steckt hier eins ein. Ja, dann das wohl so machen. Und da kommt eine kleine Libelle raus, sehe ich gerade. Ja, da kann man schreiben und hier kann man dann irgendein Rezept oder Zutat oder so reinstecken. So, muss noch Trockner. Die sind gut von der Größe her. Die kann ich falten. Bei denen wäre ich bei der schönen Seite von Barbara, die werde ich einfach nur umnähen noch mit so einem Zickzackstich. Und auf der Seite mache ich gar nichts, ist einfach nur schön. Und auf der Seite mache ich vielleicht dann eine Tasche dran oder so. Das kann man machen. Da können wir jetzt zum Beispiel dann mit so einem Bellyband oder ein Bellyband da reinmachen. Das ist dieses Snippet Roll, was man da gemacht habe. Können wir jetzt direkt nehmen, ein Stück abschneiden. Das machen wir jetzt direkt. Bis hierhin brauchen wir es. Weil ich jetzt das mit dem gewurschelten Faden nicht schlecht finde. Ich glaube, ich schneide mir mal das Stück ab. Und das macht nichts. Ich habe das jetzt dreimal geschnitten. Das ist jetzt zum Beispiel, könnte ein Cluster werden. Da kann man einen Knopf drauf machen oder so. Oder irgendein noch ein kleines Deko-Teil oder so. Dann ist das auch was, was wir später benutzen können. Und jetzt nehmen wir einfach hier die Höhe. Also bis hier, das schneide ich ab. Und das, wenn ich an die Nähmaschine gehe und wenn ich jetzt einmal drumherum nähe, dann nähe ich das jetzt einfach mit fest. Und dann haben wir da schon was, was dekorativ ist und da dahinter kann das Rezept. So werde ich das machen. Und auf der Seite, da gucken wir mal, was wir von Barbara da alles hin. Ich habe mir bei Barbara auch noch diese, fand ich auch so schön, da hat sie so alte französische Postkarte gehabt. Und das ist doch einfach genial. So was liebe ich. Und das mag ich gern als Tasche. Ja, ne? Und wenn ich das jetzt so reinnähe, dann habe ich hier eine Tasche. Und das passt jetzt auch wieder von der Farbe her da dazu. Das Einzige, was ich da jetzt mache, ich distress das ein ganz kleines bisschen. Sieht aus wie ein Original, ist aber keins. Das ist digitales Papier. Klar, wenn ihr so original alte Postkarte habt, könnt ihr natürlich die auch benutzen. Ich meine, die haben halt ihren Charme, weil die sind halt einfach von der Schrift her und so wunderschön. Also mir gefällt sowas ganz arg und das ist mir dann ehrlich gesagt so originale, das ist mir zu schade. Aber so ein digitales Papier, das kann ich mir jetzt rauslassen, so oft ich will. Das gefällt mir einfach. Also das werde ich sogar so machen, dass ich das nochmal extra mit der Nähmaschine drumherum gehe. Und dann nähe ich das hier hin. Und dann ist das eine hübsche kleine Tasche. Und ich kann da ein Rezept oder ein Tag oder irgendwas dahinter machen. Das heißt, ich gehe mal in die Nähmaschine und werde das mal zusammenschustern. Bin gleich wieder da. So. War ich fleißig an der Nähmaschine. So sieht es jetzt aus. Ich habe diesmal einen weißer Faden drin. Muss nicht immer schwarz sein. Auch ein heller Faden hat was. Und ich mache das so, dass ich die Seite einzeln richtig so drumherum nähe. Also ich nähe nicht hier einmal komplett quer, sondern ich nähe das für sich und die Seite für sich. Und die Postkarte habe ich auch komplett einmal umnäht. Und jetzt wird es noch distressed. Und dann ist diese Seite fertig. Ja. Und so werde ich mir jetzt in dem Stil einige Seiten vorbereiten.
aber jetzt ist spät. Ich muss ins Bett. Das ist jetzt mal so der erste Teil meiner Vorbereitungen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und gucken mal, wie es weitergeht. Also, in diesem Sinn, ich wünsche euch was. Vielleicht habt ihr auch Lust, euch so ein kleines Lieblingsrezepte-Kochbüchle zu machen. Das Papier wissen wir, wo ihr es findet. Und dann könnt ihr einfach mitmachen. Also ich habe jetzt gerade beschlossen, ich werde jetzt ein paar Videos machen und ich möchte halt einfach jetzt mit. Ich meine, ich arbeite ein bisschen chaotisch, wenn ihr merkt, da passiert mal so eine Snippet-Roll dazwischen oder irgendwas. So, ich bin so ein Mensch. Also ich entscheide spontan, was ich jetzt mache. Also ich fange mit dem Cover an, dann mache ich an der Seite weiter, dann mache ich am Cover weiter. Das hat jetzt trocknen müssen. Aber ja, so ist es halt bei mir. Ich habe nicht immer so viel Zeit. Ich habe jetzt gewusst, ich habe jetzt so noch eine Stunde, bevor ich jetzt ins Bett gehe. Und die habe ich jetzt genutzt. Also es sind jetzt ja doch eine Stunde schon rum. Und es hat mir gut getan. Es hat mir wirklich gut getan. Also ich habe meinen Kopf total abschalten können. Und es freut mich total. So, die Seite ist jetzt soweit fertig. Die darf genauso nachher in das Journal rein. Die Fädele, die dürfen so rausgucken. Das gefällt mir. Und das können wir eben kombinieren. Es gibt so ein, ist das immer noch eine Drucker? Guckt euch das an. Jesus, Marianne Josef. Ist immer noch eine Drucker. Also das kombinieren wir dann nachher einfach mit irgendwas anderem. Und also so viel Seite komme da gar nicht rein. Also wirklich nicht, weil ich werde da lauter Text dann machen oder irgendwas, wo ich dann die Rezepte aufschreibe. Oder da kommt halt ein Rezept nach dem anderen rein. So werden wir es machen. Aber jetzt gucken wir mal. Das da ist jetzt zum Beispiel schon eins. Das könnte jetzt zum Beispiel da dahinter. Jawohl, unser Rezept Nummer 1 ist schon drin. Das haben wir, glaube ich, extra mal rausgelassen. Apfelkäsekuchen auf dem Backblech. Naja, das ist halt so ein Zusatzrezept. Das ist ja jetzt nicht mein eigenes Rezept, aber um mal zu gucken, ob es neu passt. Es passt. Und das reicht da. So die Größe reicht auch für meine Rezepte. Vorne und hinten beschrieben. Das ist perfekt. Und in Handschrift finde ich auch ganz toll. Also das werde ich auch so machen, als die Rezepte, die ich da aufschreibe. Das wird auch meine Handschrift sein. Und dann kann man das da reinmachen. Da bräuchte man wahrscheinlich so ein bisschen kleineres Papierle, dass man das dann da unten reinstecken können. Ah ne, seht ihr? Geht. Passt. Sind schon zwei Rezepte dann drin. Und dann kann man auf der Seite, ja, das kann man lassen oder eventuell auch noch eine Tasche mehr haben. Ich würde sagen, das lassen wir, das ist schön. Das lassen wir auch. Ein Händler von Barbara, noch eben diese Postkarte werde ich benutzen. Aber, wo war denn das? Barbara hat auch, das ist ein kleines Täschle. Da muss man da oben das Ding da ausschneiden oder da was hinkleben. Und sie hat auch solche, die da. Die sind natürlich auch toll. Das sind solche, die Hände so kleine, wie sage ich jetzt, wie heißen das? Flaps heißt es auf Englisch. Ach Gott, ist Englische immer. Wie heißt das so? Ich komme nicht drauf. Ja, die Papierle halt, wo man da jetzt umbiegen kann. Ihr wisst sicher, was ich meine. Und dahinter kommt der Uhu drauf und dann hat es so ein bisschen Platz, um da was reinzumachen. Ich wollte jetzt gerade gucken. Ja, sowas kann da drauf, aber da wird man jetzt das schöne, die schöne Deko da verdecken. Nee, das machen wir nicht. Das ist einfach so hübsch, das bleibt. Auf der Seite, da können wir es eventuell machen. Und da dann ein Papier einstecken. Mit einem Rezept. Das überlege ich mal noch, ob ich das mache. Ob ich das dahin mache. Oder auf eine andere Seite. Das geht auf jede andere Seite auch. Genau. Ist immer noch nass. Ja, ihr Lieben, für heute ist Schluss. Die Mutti geht ins Bett. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal wieder, gell? Tschüss, bis dann. Ciao. Zeige ich euch noch geschwind, wie das Cover aussieht. So sieht es aus. Das ist jetzt so ziemlich getrocknet. Da haben wir noch eine nasse Stelle und da auch.
Ich glaube, das bleibt so. Da mache ich irgendeinen Verschluss, dass man es so schnell auf und zu machen kann. Und dann bleibt es so und da kommt eine Collage hin. Jawohl, Cover bleibt. Passt so. Was haben wir noch? Das sind dann die Innenseite. Oh, da habe ich. Ach, das sind aber schon ein bisschen arge Spritzer, was ich da gemacht habe. Ein Nadelland. Hä? Wenn man nur das Drucken noch, das ist so richtig erhabe. Also, wir machen schon alles an den Finger. Dann mache ich das mal weg, glaube ich. Ich werde das mal wegretten. Oh ja, das war so. Oh je, 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 je. Also, da schwätzen wir jetzt nicht drüber, wie das aussieht. Also, das ist jetzt. Das müssen wir wegschneiden. Der Zustand, das ist nicht schön. Das ist ein bisschen. Ne. Wie Krankheit sieht es jetzt aus. Aber wir haben ja genug Papier. Und so viel brauchen wir nicht, weil das Cover ist gar nicht so groß. Seht ihr, passt. Ich brauche nur hier die Größe dann innen drin. Aber es ist ein schönes Papier, das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau zu den Seiten. Seht ihr mal, wie toll das passt. Perfekt. Also, aber da geht es dann morgen weiter. Heute nicht mehr. Bis morgen und zum zweiten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.